Jeder hat ja so sein eigenes Frühritual, wenn man wach wird. Ich stelle mir manches Mal die Frage nicht nur, wo bin ich, sondern wer bin ich? Vor dem Kaffee ist das meist nicht möglich, aber trotzdem schaue ich auf die Wetterkarten und habe mir gedacht, hui, hallo wach. Das war ganz schön interessant. Grüße Sie und grüße euch. Und dann dieses Wetter draußen, habe ich mir gedacht, nee, du gehst jetzt erstmal ausgiebig raus und lässt dich von Licht fluten. Das ist und war ja ein Kellerassel-Leben in der letzten Zeit und ist es ja auch noch in weiten Teilen Deutschlands mit diesen vielen Wolken und Hochnebelgrau. Das allerdings auch oft bleiben wird. Und da habe ich mir die Frage gestellt, wie viel haben wir eigentlich schon mehr an Tageslicht seit der Wintersonnenwende? Und in Hamburg ist es 1 Stunde und 1 Minute, in Frankfurt etwas über 50 Minuten und in München etwas mehr als eine Dreiviertelstunde vom 21. Dezember bis heute. Aber wie geht es denn weiter bis zum 24. Februar? Fast 2 Stunden gibt es in Hamburg dazu, also doppelt so viel, in Frankfurt 1,75 Stunden und in München über 1,5 Stunden. Also es geht aufwärts und diese tiefe Talsohle, die wir von Mitte November bis Ende Januar haben, ist definitiv durchschritten. Es geht nach oben. Aber zurück zu diesem Wetter hier. Das ist ja im Alpenraum eine absolute Ausnahme im Vergleich zu den übrigen Regionen und Bilderbuch Winter, wie es schöner nicht sein kann. Und im Februar ist sowas natürlich noch möglich. Stellen wir uns die Frage, kommt denn so etwas? Blicken ganz kurz nochmal auf den Januar. Das ist die Mittellinie des langjährigen Mittels. Das, was wir hinter uns haben, haben wir heute Morgen besprochen. Und das, was wir von den neuen Läufen vor uns haben, da geht es Ende Januar nach unten. Und wenn wir das erweitern auf den Februar, dann stürzt der mit dem sogenannten Hauptlauf am Anfang ab. Da gibt es also mal unterdurchschnittliche Temperaturen. Erweitern wir die Zeitskala und nehmen den gesamten meteorologischen Winter, dann haben wir hier wieder diese Mittellinie der Jahre 1961 bis 1990. Das Grüne, was wir hinter uns haben, das, was wir vor uns haben. Das könnte also sein, dass wir Anfang Februar gleichziehen mit Weihnachten und kurz vor Weihnachten, wo es diese kurzen Peaks nach unten gegeben hat. Ansonsten sind wir immer leicht überdurchschnittlich, theoretisch auch mal leicht unterdurchschnittlich Anfang Dezember. Und dann haben wir 2 so kurze Wärmepeaks jeweils gehabt, die das Mittel so extrem nach oben gerissen haben. Ansonsten war das gar nicht mal so weit vom Mittel entfernt. Schauen wir auf den sogenannten Hauptlauf des amerikanischen GFS-Modells und beginnen mit dem Ensemble für den Norden Deutschlands. Die rote Linie ist das Mittel der Luftmassentemperatur aus 30 Jahren in 1500 Meter Höhe. Die weiße Linie das Mittel aller Modellberechnungen, die wir in Bund finden. Und der grüne, das ist der Hauptlauf, den wir gerade gesehen haben, der so abstürzt. Und der ist ja einer der kältesten Gesellen. Hier unten sind übrigens die Niederschlagssignale. An dieser Karte sehen wir schon mal, wir haben hier viele Niederschläge. Es geht rauf und runter. Da ist also Musik drin. Im Süden Deutschlands ist der sogenannte Hauptlauf ganz weit unten. Ist wie so eine Wanne, die nach unten geht. Nur ein Lauf wäre noch ein bisschen kälter und es sind auch viele Niederschläge dabei. Und hinten raus geht der Hauptlauf weit nach oben. Wie sieht der denn aus auf den Wetterkarten? Da haben wir das Hoch westlich der britischen Inseln, so ein richtiges fettes Hoch. Und auf der anderen Seite ein großes Tiefdrucksystem mit hochreichender Kaltluft und einer nördlichen Strömung. Da wäre jede Menge Musik drin, Wintermusik mit Schneeschauern, mit Graupelgewittern, im Bergland auch anhaltende Schneefälle, Wind und Temperaturen von um und unter 0 Grad, auch tagsüber bei Werten von um die minus 10 Grad in 1500 Meter Höhe. Das ist Winter-Action pur. Soweit das amerikanische GFS-Modell. Das europäische EZMWF-Modell flacht das so ein bisschen ab, bringt ein bisschen mehr Nordwestkomponente rein, nicht so viel Höhenkaltluft und auch nicht ganz so viel Kaltluft in 1500 Meter Höhe, wäre aber auch nasskalt und windig und oberhalb von 300 Meter Höhe gäbe es auch einiges an Schnee. Das kanadische GEM-Modell steilt das eher wieder auf, genauso wie das amerikanische GFS-Modell mit einer satten Nordlage, hochreichender Kaltluft und ganz, ganz viel Wintermusik. Und jetzt kommt das amerikanische Modell mit seinem Hauptlauf, dem aktuellen, der gerade da ist, dem sogenannten Sechser, auch wieder die hochreichende Kaltluft. Minus 40 Grad hätten wir da in 5,5 Kilometer Höhe über uns. Das ist Wetter-Action pur. Da kommen Graupelgewitter. Man sieht die Hand vor Augen nicht, weil es schneit. Dann kommt kurz die Sonne heraus. Dann schneit es wieder bei Temperaturen von um und unter 0 Grad. Sehr viel Wintermusik, die auch schnell wieder gehen würde. Schauen wir uns jetzt die Ensembles an und jetzt wird es nämlich spannend. Wieder für den Norden. Der Hauptlauf ist da plötzlich
eingebettet im Mittel. Bedeutet, da ist zwar viel Wintermusik drin, aber schaut euch das mal an, da sind noch einige Läufe, die gehen noch weiter runter, zum Teil bis minus 15 Grad in 1500 Meter Höhe. Gleichzeitig schnellt aber der Hauptlauf ziemlich schnell nach oben. Im Süden Deutschlands ist das Ding auch eher im Mittel angesiedelt, geht im Mittelfeld auch rauf. Einige, die gehen viel schneller wieder nach oben, sogenannter Kontrolllauf ist auch dabei. Einige, die stürzen noch weiter ab und blieben dann auch unten. Dazu haben wir viele Niederschläge. Bedeutet, Freitag geht es ja los, Donnerstag, Freitag mit den ersten Regen- und Schneefronten, am Wochenende wieder ein bisschen ruhiger und dann kommt eben zu Wochenbeginn dieser Absturz mit dieser Polarluft, Regen und der dann in Schnee und Graupel übergeht und kurz mal richtiges Winterwetter bringt. Aber die Frage ist, was passiert da hinten raus? Und da sind wir dann in der ersten Februardekade. Wenn wir uns diesen milden Hauptlauf anschauen, dann können wir uns auf Vorfrühlingswetter zusammen mit hohem Sonnenstand freuen, bei Temperaturen von über 0 und im Südwesten von über 5 Grad in 1500 Meter Höhe. Dadurch Mischung dabei wären das sehr milde Temperaturen und das hat mit Winterwetter überhaupt nichts mehr zu tun. Da kommen die Krokusse raus, die Winterlinge und auch die Schneeglöckchen. Das Mittel zeigt allerdings etwas anderes. Das Hoch liegt westlich von uns und dann haben wir hier genauso über Deutschland eine schwache Zone liegen zwischen einem kleinen Hoch, der 552er in der Höhe. Das heißt, wir sind genau dazwischen, zwischen der milden Luft vom Atlantik und der kalten Luft über dem Kontinent, die über dem Nordosten liegt und die milde Luft vom Atlantik probiert's. Es ist wieder dieser Patt. Jetzt ist aber die Frage, wie sieht es denn auf der anderen Seite aus? Die kältesten Läufe, die auch in den letzten Tagen immer wieder berechnet wurden, nämlich so. Das Hoch liegt nicht hier, sondern weiter im Norden. Und von Osten kommen die Tiefs hereingezogen bis in den Mittelmeerraum. Und eine nordöstliche Strömung würde dann Temperaturen von um die minus 15 Grad in 1500 Meter Höhe zu uns bringen. Das wäre eine ähnliche Wetterlage wie die vor genau einem Jahr um dieselbe Zeit, wo es zum Beispiel in der Mitte so viel Schnee und Dauerfrost gegeben hat. Da ist so viel Bewegung und so viel Musik drin und das wird in der nächsten Zeit spannend bleiben. Soweit die Modellbetrachtung. Atmen wir durch und schauen zu guter Letzt noch schnell auf die Schneehöhen. Das europäische EZMWF-Modell berechnet für den 1. Februar am Abend diese Schneehöhen und wir wissen, dieses Modell zieht immer alle Register und übertreibt, würde aber ziemlich viel Schnee bringen. Der amerikanische Lauf von heute früh würde auch einiges an Schnee bringen, vor allen Dingen in der Ost- und Südhälfte. Und der Sechserlauf wäre da ein bisschen konservativer, vor allen Dingen in der Mitte. Und im Süden gäbe es Schnee, aber nur bis zum 1. Februar. Das Tief würde ja noch bleiben und ein paar Tage später noch für Winterwetter sorgen, bevor dann die Milderung kommen würde und alles wieder dahinschmelzen würde. Fazit des Ganzen, es steht uns jetzt eine interessante Wetterzeit bevor, die kurz vor dem Wochenende beginnt und Mitte der nächsten Woche ihren Höhepunkt findet und danach ist alles offen.